Ja, wohl, servus und habe dir wieder mal frisch am Tag aus dem Grumwelli. Wetter heint besser. Schaut aus, wie das aufreißen tat. Saubere Sache. Ja, ich habe ein Problem, Leute. Das Problem schaut folgendermaßen aus. Scherer. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, Schererhafer, sagen wir mir, ne? Also, Wühlmeis oder Maulwurf, was der Geier, was. Auf alle Fälle hat der Bursche, oder haben es mehr Burschen oder Weiber dazu, was weiß ich, hat der Bursche da ein Gefallen dran, mir den ganzen Garten um zum Graben und seine Kamin da außer zu machen. Schaut es euch einmal an, was das für ein Mords. Drum Schererhafer sind. Da habe ich jetzt im Garten drinnen, im schönen Rasen, tobt sie die aus, einen nach dem anderen. Und ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. So, jetzt habe ich die erste Frage mal an euch. Wie sagt ihr da dazu, zu den Hafern? Sagt sie da auch Schererhafer? Schreibt es einmal in die Kommentare, wie ihr dazu sagt. Und zweite Frage. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn man die vertreibt oder was. Also lass den nicht mehr umeinander kramen. Weil das regt mich schon auf, das sag ich euch, weil da wärst du nicht mehr daher. Ja, schaut es euch an. Überall ein paar Hafer, da ist wieder ein ganz großer erinnert. Ja. Also schreibt es mal in die Kommentare, was man da dagegen machen kann. Also, das ist unglaublich. Draufdrehen hilft nicht. Auf die Scherer draufdrehen hilft auf alle Fälle nicht. Das habe ich schon probiert. Naja, vielleicht habt ihr eine Lösung, was man da dagegen machen kann. Schreibt es einmal sauber rein in die Kommentare, wie gesagt. Weil den muss ich wegbringen, weil der, meine ich alle, weil der grabt mein ganzes Ding um. Da wäre ich nicht mehr vierte. Jawohl, das Lechzeug, das habe ich auch mal gesagt in einem Video, dass ich das Zeug, wie ich das mache, und zwar die Hützel zwischen die Lahn, ist mir jetzt wieder reingefallen. Und darum passt ganz gut, weil ich habe ein paar Schwattlinge, da schneiden die ein bisschen Gleich aus und kann es euch gleich zeigen, wie halt ich das mache. Nicht? Andere machen es wieder anders, die machen es so. Und zwar solche Gleiche dazwischen rein, zwischen die Eichen Lahn, das sind jetzt Eichen Lahn. Dass eben genau die Luft zirkulieren kann, dass das gescheit austrocknen kann. Das Holz muss ja drucker werden, das kannst du dann nicht nasser verarbeiten. Wenn du das nass aufschneidest, mei, dann hat es leicht noch 50, 60, 70% Wasser drinnen, also nass. Ja. Und dann muss das pro Zentimeter, also das sind jetzt 5 allein, pro Zentimeter ein Jahr draus liegen lassen. Das heißt, 5 allein, wenn mindestens 5 Jahre draus liegen, von oben her andeckt. Wir haben da ein bisschen was oben drüber, dass nicht der Regen direkt drauf kann, und dann drücken die innerhalb 5 Jahren so auf 20% Restfeuchte runter. Das ist fürs Verarbeiten immer noch zu viel, aber auf jeden Fall, der Großteil ist dann schon heraus vom Holz an Wasser, und dann kann man es wieder einen Schritt weiter da in der Trockenkammer rein oder ins Innere rein, in den Stadel oder was, dann drückt das nochmal weiter runter auf 15% Restfeuchte. Und wenn man es ganz, ganz drücken haben will für einen Schreiner oder was, dann musst du mindestens auf 5-7% oben kommen. Das ist dann mit der Trockenkammer bloß noch möglich. Dauertrocken sagt man, wenn es dann unter 5% ist, ungefähr so. So genau weiß ich es auch nicht. Auf alle Fälle soll es halt unter 10% sein.
dass du das Zeug verarbeiten kannst. Dass einfach nicht mehr so geht oder das Wasser einfach nicht mehr so aufnimmt dann und einfach stehen bleibt und nicht mehr so viel schwimmt und quält und so weiter und so fort. Wisst ihr selber. Auf alle Fälle wieder zurück zum Thema. Das Gleicherzeug ist absolut notwendig, weil wenn man die einfach zusammenlegen darf und die Gleicher nicht rein, dann dann Stocker anfangen, aber das Holz kaputt auch zusammenmorschen. Ja, zusammenstocken, sagen halt wir. Daher mache ich allebei so ein Gleich. Das kommt, das ist ganz eine gewandte Sache, weil wenn du jetzt ein Brädel schneidest, Balken schneidest und so weiter, bleibt da vom Stamm entsprechend Schwattling über. Also Schwattling, der Stamm ist ja rund, in der Regel. Und die bleiben über, die schneidest du da weg, dass du den viereckigen Balken rausbringst. Nicht? Und bei Brädel ist es nicht anders. Und von denen Schwattl schneide ich meistens das Gleich raus. Weil da brauchst du nicht ein besonders hochwertiges Holz, da taugt das Schwattelholz auch. Das ist meistens Splintholz und das taugt auch völlig. Für das ist allemal, braucht es nicht unbedingt so ein Mords hochwertiges Holz. Genau, da bleiben meistens Schwattel lieber beim Brädelschneiden oder auch Brädel entsprechend und die nehme ich dann für das her. Man kann aber auch einfach Brädel schneiden und dann aus den Brädel wieder das Gleich machen. Und zwar ganz einfach. 2,5 cm auf 2,5 cm. Das ist 1 Zoll auf 1 Zoll. Das ist die Dimension von dem Gleich. Also ein so ein Ding hat 2,5 auf 2,5 cm ungefähr. In Zoll ist 1 Zoll auf 1 Zoll. So ein Kantel. Das heißt, man geht man da vor, ganz einfach, man schneidet sich Brädel raus aus einem Stamm mit 2,5 cm, 1 Zoll. Der ganze Stamm wären solche Brädel. Und dann nimmt man einfach die Brädel, so wie sie sind, drehte ich einmal auf Hochkant und schneide mir wieder 2,5 runter. Das heißt, da entstehen dann genau die Kanteln. Das ist eigentlich ganz eine einfache Sache, nicht viel Arbeit und hat man auf einen Schlag brutal viel von deren Gleich halt. Ja, wir sagen Gleich. Ja, und dann kannst du die Eichen da so aufrichten. Ich mache es dann allebei so, wenn das, sag ich mal, ein Jahr da liegt oder ein halbes Jahr, dann spann's ich zusammen. Das hat den Grund, dass ich einfach das pro Stamm aufrichte und dann kann ich pro Stamm das auch wieder wegheben. Dann ist das sauber beieinander, wie ein Backel zusammengeschnürt und kann nichts passieren. Da dazu, wenn das so aufgerichtet ist, da habe ich das Spannbandel um mich. Und erst alle vielen Dank an Werner, der hat mir das zur Verfügung gestellt. Das ist ein extra Gerät, wo man dann wieder ein Spannbandel das zusammenspannen kann. Da kann man richtig Schmackes zusammenspannen, da kommt das Bantel rum und dann kommt so eine Klammer rein und dann kann man praktisch mit dem Gerät das entsprechend zusammenratschen, dass das richtig zusammenpresst ist und zusammengeschnalzt ist, dass man das Backel an sich komplett wegheben kann. Wieder geschafft. Für das Mal haben wir ein bisschen, haben wir wieder da in New Holland. Einer hat einmal geschrieben in die Kommentare, der Vatikanesel, gell? Unser Vatikanesel, der New Holland. Schaut es euch an, wie er schnattert. Wie er zickt. Jawohl. Haben wir wieder sauber geschnitten, unsere Eilöcher, gell? Fürs Gleich, unsere Lattel. Ich hoffe, es hat euch wieder taugt, gell? Und wenn es euch taugt hat, no, bewertet die Videos positiv, wie alleweil abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig, weil wenn ein nächstes Video kommt, das wird was ganz was Besonderes, das verspreche ich euch, dann wird es automatisch benachrichtigt. Und wenn es nicht abonniert hat, dann kriegt es die Benachrichtigung nicht.
Und das wäre schade, wenn ihr das nächste Video verpassen würdet. Jawohl. Abonnieren, gefällt mir drücken. Bis zum nächsten Mal aus dem Grumbelli. Wenn es wieder aufgeht. Jawohl, habe die Ehre. Servus.